Ich habe sehr viel Energie und Passion und das ist mir in die Wiege gelegt worden. Als ich ankam, hat mir unser Generalsekretär gesagt, mach es doch einfach so, schauen, hören, laufen. Und sich schnell umzustellen, das ist mir nicht neu. Das Interesse der Schweiz an einer friedlichen Welt, das steht ja schon in der Verfassung. Und die nachhaltige Entwicklung ebenfalls. Sie ist die erste Frau an der Spitze der DEZA. Mit so viel Drive ist wohl keiner ihrer Vorgänger gestartet. Also ich brauche es fast jeden Tag, um mein Hirn in Gang zu bringen, am Morgen vor allem. Und das ist auch für die Psyche sehr gut. Ich denke auch meine Mitarbeiter merken, wenn ich 3 oder 4 Tage keinen Sport gemacht habe. Also ist für alle gut, wenn ich das tue. Und es ist sicher immer toll, wenn man das mit dem Sohn machen kann. Also am Morgen mit der Mami Sport machen ist noch super geil. Ja, es ist gut. Er ist nicht immer auf am Morgen, aber wenn er auf ist, ist er vor allem schnell. Sie kommt auch noch gut hinten rein und ja, es ist noch sehr sportlich. Das ist der jüngere Sohn. Ich habe noch einen älteren Sohn, der auch sehr sportlich ist. Und es ist cool, mit den Söhnen Sport zu machen. Ja. Vor ihrer Berufskarriere hat es Patricia Danzi als Siebenkämpferin bis an die Olympischen Spiele von Atlanta geschafft. Wenn ich mir ein Ziel gesteckt habe, habe ich es eigentlich meistens erreicht. Ich habe gemerkt, dass ich schnell lernen kann, aber es sind andere auch können. Ich habe vielleicht mehr Ausdauer als der Durchschnitt. Und ich konnte mich sehr gut auf etwas fokussieren. Und dann, wenn es sein musste, eigentlich mehr Leistung bringen können, auf Abruf sozusagen. Sich darauf verlassen können, wenn es wirklich zählt oder wenn es jetzt wirklich muss sein, dass dann effektiv aus irgendeiner Energiequelle, die mir auch nicht ganz klar ist, woher die kommt, ist einfach noch mehr Energie und noch meistens gute Ideen oder bessere Ideen sogar, sind einfach cool. Der Bundesrat holt Patricia Danzi, die Frau, die 7 Sprachen spricht, vom Internationalen Roten Kreuz in die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. Sie ist die erste Frau an der Spitze der DEZA. Sie hat sich im Selektionsverfahren als beste Kandidatin erwiesen. Grazie mille. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ich freue mich sehr, diesen Posten übernehmen zu dürfen. Und ich garantiere, mich voll und ganz dafür zu engagieren. Die Frau, die antritt, um Not und Armut zu lindern, Demokratie zu fördern und Menschenrechte einzuhalten, trifft auf eine gigantische Gesundheitskrise. Man weiß nicht genau, wie es ausgeht. Das ist zwar bei vielen Krisen auch der Fall. Das mal betrifft es die ganze Welt. Also wenn man sagt, Corona, kann sich der Bauer in Afghanistan mit dem Banker in New York über das gleiche Thema unterhalten quasi. Und das ist sicher ganz speziell. Im ersten Amtsjahr bestimmt die Pandemie Inhalte und Form der Arbeit. Hello. Nice to meet you. Thanks for being here. So, let's go inside and talk. Treffen wie hier in der Genfer Mission sind selten. Wherever you would like to sit, maybe you have to view. Danke fürs Kommen. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Hier eine Karte für Sie. Oh, thank you. Gratuliere zur neuen Position. Danke. Ich freue mich, Sie zu treffen. Wir haben viel gemeinsam. Ja, mehr als wir glauben. Austausch mit internationalen Organisationen ist wichtiger Bestandteil von Patricia Danzis Arbeit. G-Surf zum Beispiel widmet sich der Terrorismusprävention. Wenn es keine Perspektive gibt für junge Leute, wenn sie keinen Job haben, wenn sie keine Perspektive sehen für ihre Familie, etwas aufzubauen, dann kann es sein, noch lange nicht alle, aber es kann sein, dass sie sich dann Organisationen zuwenden, die das versprechen.
Und es ist wichtig, und die Organisation G-Surf macht das, Alternativen aufzubauen für junge Leute. Dass sie sich nicht terroristischen Organisationen zuwenden müssen, dass sie eine Zukunft sehen für sich und für ihre Familie. Im Stundentakt geben sich Vertretende verschiedener Organisationen die Klinke in die Hand. Der Klimawandel und seine Folgen gehören aktuell zu den Schwerpunkten der Entwicklungszusammenarbeit der DEZA. Ich bevorzuge physische Treffen. Man kommt ganz anders in Kontakt. Von überall auf der Welt erreichen die studierte Umwelt- und Agrarwissenschaftlerin ähnliche Erfahrungsberichte. Wir haben noch nie so viel Trockenheit gehabt, noch nie so wenig Regen oder noch nie so viel Regen auf einmal, noch nie so viele Krankheiten, noch nie so viel überhaupt. Und fast jeder in irgendeiner Art und Weise kann von extremen Lagen berichten und erzählen. Und das heisst, dass der Planet als solches in einer extremen Situation ist. Sie waren auch Olympionikin? Das ist lange her. Sieht man immer noch. Im Laufschritt geht es über Mittag zum Hauptsitz des Internationalen Roten Kreuzes. 25 Berufsjahre auf der ganzen Welt verbinden Patricia Danzi mit dem IKRK und viele Freundschaften. Hey, Stilhacht, hoi! Freut mich. Wir dürfen so. So. Ist es weg? Ja, ist gut. Siehst gut aus, wie so ein richtiger Gabi. Dominik Stillhart ist ein Wegbegleiter der ersten Stunde im IKRK. Auf ihrer ersten Mission in Bosnien haben sie sich kennengelernt. Ich bin jetzt hier zwei Tage zu Genf, ein bisschen da unten. Die sind jetzt heute noch da zum Glück. Heute können wir die Meeting noch machen. Und dann morgen, was haben Sie für ein Meeting? Ja, mit diesen UN-Organisationen, die wir Geld geben. Geneva International. Mhm. All denen, die Geld bekommen und nur noch mehr. Und dann haben wir auf Maputo, dann hätten wir auf New York, dann haben wir gesagt, wir gehen auf Brüssel, und dann haben wir gesagt, wir gehen auf Albanien, und dann gesagt, auf Genf können wir sicher. Alles abgesagt. Jetzt ist es gleich virtuell. Machen wir es. Ja. Hast du deine Leute überhaupt alle mal gesehen? Nein. Oder was? Nein. Hast du gar nicht ins Büro? Mal, ich bin ins Büro bin ich gegangen. Ich habe ein grosses Büro. Aha. Aber ich habe nie alle gesehen. Normal ist so Townhall-Meetings mit allen zusammen. Never. Nie. Was mich immer extrem beeindruckt hat bei ihr, schon von ganz am Anfang, als ich sie das erste Mal getroffen habe in Bosnien in den 90er Jahren, ist, wie sie einfach immer extrem ruhig, nie ein lautes Wort und so einfach ganz eine natürliche Autorität ausstrahlt. Und das hat ihr extrem viel genützt natürlich in dieser Arbeit und im Druck, wo wir auch viel ausgesetzt sind in einer humanitären Organisation. Sie ist einfach extrem belastbar. Also, was sie alles unter einen Hut bringt, ist wirklich außerordentlich. Es fährt einem immer ein, was man erlebt, was die Leute einem sagen. Oder was einem auch nicht sagen, wenn man in die Augen schaut, wenn man sieht, wie sie ist. Es sind viele Eindrücke, die bleiben. Es gibt eine gewisse Dosis von Bescheidenheit, sicher. Dass man sich, ich hoffe, das habe ich zwar nie, aber dass man sich wirklich nicht wichtig nimmt, dass es einem um die Sache geht, hauptsächlich. Und dass man versucht, kleine Verbesserungen zu bringen und dafür stetig und jeden Tag. Ja, ich finde es sensationell, dass jemand mit dieser Erfahrung jetzt die Schweiz auf diesem Niveau kann, vertreten kann. Und was ich halt einfach extrem gut finde, vor allem in der heutigen Zeit, ist, dass Patricia auch in verschiedenen Kulturen verankert ist. Und für die Arbeit, die wir machen und was sie jetzt bei der DEZA macht, ist das einfach total wichtig, weil sie hat ganz einen speziellen Zugang zu vielen verschiedenen Leuten. Und das ist gerade in dieser Arbeit extrem wichtig. Die Eltern haben Patricia Danzi gutes Rüstzeug mit auf den Weg gegeben. Ihr nigerianischer Vater ist in Fribourg Doktorand in Rechtswissenschaften. Ihre Mutter angehende Sekundarlehrerin, als sie zur Welt kommt. Von der Mutter hat sie das humanitäre Engagement, vom Vater das diplomatische Geschick. Das war in Moskau, glaube ich.
Aufgewachsen in der Region Zug wird Patricia Danzi oft auf ihre Herkunft angesprochen. Ihre Hautfarbe ist schon in früher Kindheit Thema. Mein erster Tag im Kindergarten. Hat sie gesagt, ja, es sind zwei Kinder anders als die anderen. Sind mit denen nett. Ich habe geschaut, dachte, wer ist ich das? Und dann haben alle mich angeschaut, dass ich bin ich das. Also das bin, könnte ich sein. Und dann ist noch ein junger Bub, der eine Behinderung hatte. Auch noch der zweite von diesen beiden, die sie gemeint hat. Und dort ist mir das erste Mal eingefahren. Aber ich habe nicht das Gefühl, ich bin in einer Opferrolle gewesen, sondern habe immer probiert, aus dieser Situation, aus jeder Situation, ob jetzt wegen der Hautfarbe, wegen der Frau, wegen Mädchen, ist das Positive daraus gesehen und auch zu machen. Und das Positive als Frau ist, dass mir früher aufgefallen ist im Berufsleben und in der Arbeitswelt, wenn Diversität gefragt war und die ist gefragt, immer noch, dann hat man eher einen Vorteil gehabt. Nach 10 Monaten endlich die erste Auslandreise im neuen Amt. Mit dabei ein Reporterteam der Schweizer Illustrierten. Covid bestimmt den Reiseplan. Beratend an der Seite Ruth Huber, Chefin des Bereichs Ostzusammenarbeit der DEZA. Stunden Busreise nach Sarajevo liegen vor ihr. Es ist eine Rückkehr an den Ort ihrer Hochzeit und ihres ersten Einsatzes als IKRK-Delegierte. Am Wochenende ist mir so ein bisschen klar geworden, was all die Emotionen waren, als ich das erste Mal auf Bosnien gereist bin, als junge IKRK-Delegierte. Sehr viele Emotionen in dem ganzen fast zweieinhalb Jahren im Kontext, also nicht nur in Bosnien, sondern auch in Serbien, Montenegro. Das ist speziell sicher. Man sagt immer, wenn man die erste Mission macht als IKRK-Delegierte, behalten wir etwas zurück. Und ich bin gespannt, auf was das alles auslöst. Aber ich bin auch gespannt, um zu sehen, wie es aussieht nach 24 Jahren. Ich probiere immer, während ich auf eine Reise gehe, ein Buch zu lesen, das von dem Land, von dem Kontext erzählt. Und am besten einen Roman, der mich ein bisschen in die Stimmung versetzt und ein bisschen anders als nur die Berichte, die man sonst so liest. Ich bin noch nicht sehr weit und ich weiß nicht, ich hoffe, ich kann mir das schaffen, es fertig zu lesen. Aber es ist einfach auch von Leuten, die versuchen, über den Krieg hinwegzukommen, eine Zukunft suchen und immer wieder Menschlichkeit in den Vordergrund rückt, obwohl es sehr viel Schlechtes gibt rundum. Hallo. Ah, super. Ja, das ist tipptopp. Brauche ich die nicht? Ja, das reicht. Ich würde gerne den Bus fahren, aber das darf ich wahrscheinlich nicht. Das ist ein bisschen gross. Das ist gewohnheitsbedürftig. Ja. Die Reise führt durch Italien, Slowenien, Kroatien nach Bosnien. Unterwegs immer wieder Fahrerwechsel. Auf dem Balkan rücken Kriegsvergangenheit und Migrationskrise in den Vordergrund. Eine Mitarbeiterin der Botschaft empfängt die Reisegruppe. Auf der anderen Seite haben sie gerade noch Migranten in Lastwagen gefunden. Also jetzt gerade, jetzt am Morgen, wo wir kommen, haben sie Migranten wieder gefunden in den Lastwagen hinein. An der Grenze, da ja. Der Krieg in den 90er Jahren hat Spuren bis in die Gegenwart hinterlassen.
Patricia Danzi erinnert sich an die Situation kurz nach Kriegsende. Als man eingefahren ist, war die Zerstörung von einer Stadt, bombardierte Häuser. Nach den ersten paar Tagen mit der Bevölkerung auch. Das Trauma kollektiv, das viele Leute hatten, das war etwas, das wahrscheinlich zum Teil bei vielen, und wir sehen dann auch ein paar Projekte, die das angeht, bei vielen Leuten auch noch weitergeht. Es ist nicht einfach fertig, wenn der Krieg fertig ist, sondern das ist sehr lang, um das zu verarbeiten. Nach 20 Stunden Reise Ankunft im Hotel in der Hauptstadt. Hi, how are you? Oh, after so many years. And I knew all time. I'll bring protocol to you. Mustafa Sarailic und Patricia Danzi haben vor 25 Jahren zusammen für das IKRK in Goraschte gearbeitet. Als wir zusammengearbeitet haben, hatten wir noch keine Familie. Und jetzt sind die Kinder beinahe erwachsen. Als ich nach Sarajevo kam, warst du schon hier. Wir machten die Fahrprüfung. Genau. Am selben Tag. Im selben Auto. Im selben Auto. Und ich sagte, ich arbeite in Goraschte. Und du sagtest, ich auch. Was für ein Zufall. Yes, maybe. Da sind wir. Kucho Sarajlic. Yes. Ja. Du hast vieles selber gemacht, nicht wahr? Ja. Yes. Schön, euch alle zu treffen. Hey, bist du groß? Yeah, this family is a tall family. Und wir werden immer kleiner. Patricia, wie geht es dir? Mir geht es gut. Gehst du noch joggen? Ja. Als wir heute angekommen sind, die Journalisten haben es nicht gemerkt, war ich auf der Terrasse mit dem Springseil. Nur so, um mich zu bewegen. Lasst uns über Goraschte sprechen. Patricia war sehr bekannt in Goraschte, weil sie jeden Morgen joggen ging. Jeden Morgen. Nobody in that small place was running. Sie war eine Athletin. Patricia was an athlete. Wir waren fasziniert, dass sie Mitglied des olympischen Teams der Schweiz war. Wir waren jung aus einem kleinen Dorf, das gerade aus dem Krieg gekommen ist. Das war schon speziell. Speziell für uns. Aber im Grunde ist es nichts im Vergleich zu dem, was wir in der Folge realisierten. Wie groß Herz und Seele sind dieser Frau, die damals noch Patricia Nadler hieß. This is my mother preparing burek. She said he doesn't. Er hat keine richtige Schwester. Hätte er eine, müsste Patricia sie sein. Deine Großmutter hat mich sozusagen adoptiert. Sie lässt dir ausrichten, sie vermisse dich sehr. Thank you. Young Mustafa. Das ist ungefähr zur Zeit, als wir uns kennengelernt haben. A bit later. Das ist in deinem Büro. Ich muss dir dieses Foto zeigen. Er war mein Trauzeuge bei unserer Hochzeit in Goraschte. Genau, 23 Jahre jünger waren wir. Ich habe ihn in Sarajevo kennengelernt. Er war auch Delegierter. Und in Goraschte haben wir geheiratet. Und die mussten die Formulare erst finden. The right forms. Die Behörden hatten immer noch die jugoslawischen Formulare. Nach dem Krieg waren wir die Ersten, die in Goraschte geheiratet haben mit den neuen Formularen. After the war, to get the new forms. Ihr erster Einsatz hat eine starke Verbindung zu Land und Leuten geschaffen. Die Wunden des Krieges sind in der Region bis heute präsent. Die Arbeitslosigkeit ist riesig, die Abwanderung groß. Insbesondere die junge Generation ist desillusioniert.
Die DEZA unterstützt gezielt Projekte, die helfen, alte Strukturen und Hindernisse wie etwa die Korruption zu überwinden. Indem man etwas anderes vorlebt und indem man junge Leute dazu motiviert, einfach für eine Sache zu arbeiten und nicht sich dem System unterzuordnen. Jungen Menschen eine Perspektive bieten, das will dieses Start-up-Unternehmen. Lassen Sie mich die Herausforderungen schildern. Alle werden sich dafür interessieren, wie wir mit diesen umgehen und wie wir die Probleme lösen wollen. Ich glaube, die Jugend von heute haben die Hoffnung verloren. Und wir glauben, wenn die Jugend hier eine faire Möglichkeit hat, sich zu entwickeln, Jobs zu finden, Jobs zu machen, dann werden wir eine neue Hoffnung kriegen, dann werden wir eine neue Zukunft für Bosnien und Herzegowina wieder haben. Mit der Wirtschaft Bosnien-Herzegowinas geht es auch ein Vierteljahrhundert nach dem Krieg kaum aufwärts. Über 2 Millionen Menschen sind seither abgewandert. Doch eine neue Generation weckt Hoffnung. Diese jungen Menschen setzt die DEZA in einem Projekt als Botschafterinnen und Botschafter ein. Die Schweizer Botschaft hat uns Junge als Erste ernst genommen und gemerkt, dass wir konstruktive Ideen haben. Wir sind eine neue Generation, die sich keine Grenzen mehr setzt im Denken. Und es gibt Menschen, die zuhören und sagen, dass wir Jungen Recht haben. Es ist eine großartige Chance, in diesen Prozess eingebunden zu sein und unser Zusammenleben zu verbessern. Vielleicht sollten wir alle die Grenzen überschreiten, die wir uns gesetzt haben. So können wir unser Land vorwärts bringen. Diesen Tatendrang und diese Zuversicht will die DEZA nutzen. Ab in eine neue Zukunft. Ich wollte schon immer im Sommer Bobschlitten fahren. Beinahe 30 Projekte unterstützt die DEZA in Bosnien. Fördert demokratische Strukturen oder die Gleichberechtigung der Geschlechter. Engagements, die über Jahre gepflegt werden. Die Kriegsvergangenheit zu überwinden, dieses Ziel bleibt im Fokus. In diesem Psychiatriezentrum investiert die DEZA in die psychische Gesundung der Bevölkerung. Es geht um die Leute, die durch den Krieg durch sind, die das Kollektivtrauma erlebt haben, als Familien, als Dorf, als Stadt. Und dann kann man sich gegenseitig sehr schwierig daraus herausholen. Und es braucht Hilfe von außen, es braucht Hilfe von Psychologen, Psychiatern, eine ganze Equipe von Leuten. Und die hat es nicht gegeben, auch während dem Krieg nicht genug. Und darum die Unterstützung, weil es geht nicht nur um diejenigen, die es erlebt haben, sondern auch die Nächsten. Wenn man Mutter oder Vater ist und durch den Krieg gegangen ist, dann überträgt man das auch an die nächste Generation. Das heisst, so ein Trauma, das ist nie fertig. Und dann gab es auch Verhaltensstörungen, auch Persönlichkeitsstörungen, Alkoholprobleme, eigentlich auch affektive Störungen. Das war alles, hat sich eigentlich auf die nächste Generation übertragen. Um zur nächsten Station an der Grenze zu gelangen, ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Bon voyage. Die Reise geht weiter an die EU-Außengrenze, nach Bihać ins Auffanglager Lipa. Migranten, ja, wahrscheinlich schon. Das sieht so aus. Lipa hat in den vergangenen Jahren traurige Berühmtheit erlangt. Das Camp war nicht winterfest. Die Unterbringung der Migranten katastrophal. Gemeinsam mit dem Schweizer Botschafter informiert sich Patricia Danzi vor Ort über die humanitäre Lage. Ja, ja.
Trotz Anwesenheit von lokalen Medien und Sicherheitsleuten versucht Danzi, sich ein möglichst authentisches Bild zu machen. Ich hasse es, wenn die Kameras kommen. Die Leute fühlen sich ausgestellt, das will ich nicht. Sie sollen sich frei fühlen zu reden. Die Migranten kommen mehrheitlich aus Afghanistan, Bangladesch und Pakistan. Sind Sie vom Süden? Punjab. Punjab. Okay. You left. Haben Sie Ihre Familie zurückgelassen? Mm-hmm. Sie gingen allein. So you left alone. Ich ging alleine, ja. Quite the journey, eh? Eine ziemliche Reise. Yeah. So I hope hoffen wir, dass alles gut wird für Sie. Will go well for you. Viel Glück. Die Schweiz hat ein Migrationsabkommen mit Bosnien-Herzegowina. Es ist immer gut zu sehen, wie junge Frauen sich engagieren und was sie daraus machen. Deshalb sind wir hier. Wir arbeiten für eine bessere Zukunft. Danke für alles, was Sie machen. Behalten Sie die Motivation. Sind noch recht motiviert? Ja, ja. Verrückt, das alles zu sehen. Die jungen Männer haben bereits eine lange und beschwerliche Reise hinter sich. Just continue, please, please. First aid, first. Das Personal kommt vom Zentrum in Bihać. Am Wochenende sind es Freiwillige. Ja, ja, ja. Sure. Not during the weekend. Italy. From the weekend is a volunteer. Weekend, yeah, they are volunteers. Was ist das Hauptproblem? Schmerzen. Sie kommen mit offenen Wunden. Vom Fußmarsch. Von der Polizei an der kroatischen Grenze. Oft verarztet das Gesundheitspersonal Menschen, die an der Grenze zurückgewiesen, mit sogenannten Pushbacks brutal zurückgestoßen wurden. Leute migrieren, sie sind nicht freiwillig. Es gibt einen Grund. Und, es sind viele junge Männer, die eine Zukunft suchen irgendwo. Es gibt Schicksal, persönliche Familienschicksal. Und es ist sicher besser organisiert als noch vor 2-3 Monaten. Und das ist sicher mal gut. Aber das Migrationsproblem ist immer ein grösseres Problem. Die Migrationskrise aber ist ein politisches, ein gesamteuropäisches Problem. Ich würde es sehr schätzen, wenn die Polizei nicht immer so nahe wäre, die ganze Zeit. Sie muss mich nicht beschützen. Bei der Essensausgabe müssen die Migranten ihre Ausweise zeigen, damit sie sich nicht mehrmals täglich anstellen. Machen Sie das jeden Tag? Ja. Covid-mässig ist schon nicht so. Nein, Covid-mässig ist nicht so. Er hat auch nie eine richtige Antwort auf die Maske. Ich meine Abstand halten, Hände waschen, Masken. Ich meine, es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Wir versuchen es. Sind nicht genügend Masken vorhanden? Masken sind schon vorhanden, aber sie benutzen sie nicht. Die Einhaltung von Covid-Schutzmaßnahmen ist nur eines von vielen Problemen im Auffanglager. Die Leute sind schon seit Monaten unterwegs, haben vielleicht schon ein- oder zweimal probiert, über Grenzen zu kommen. Es hat vielleicht nicht funktioniert. Es ging vor allem kalt und Hunger. Und es sind sehr viele Leute in einem Zelt. Es sind alles junge Männer. Und dann gibt es Spannungen. Wir würden gerne schauen, was sich verbessert hat. Aber nur, wenn es okay ist für Sie. Wir haben viele Probleme hier. Das Wasser ist ein Problem und die Toiletten sind ein größeres Problem. Seit wann sind Sie hier? Ich bin seit 2 Monaten hier. Seit 2 Monaten. Okay. Wasser, Toiletten, Essen.
Wir machen, was wir können. What we can. Wenn man kommt von außen, ist man manchmal auch einfach ein Ventil. Dass die Leute das ablassen und sagen, was alles nicht gut ist. Und dann nehmen wir das halt auf. Und wir können manchmal etwas machen, manchmal nicht. Aber es geht um eine würdevolle Behandlung von Menschen, die vieles auf sich genommen haben. Ja, Wahnsinn. Das ist schon noch. Und eben zum Teil 2-3 Jahre unterwegs, haben wir einfach ein Jahr jetzt gesagt, bis sie hierher kommen. Es ist kein Superlager, aber wenn man es vergleicht mit dem, was es war, ist es sicher besser. Das heisst, es braucht langfristige systemische Änderungen, dass das Land auch die Eigenschaften hat und Kapazitäten, so einen Migrationsstrom aufzufangen. Das passiert nicht von heute auf morgen und da braucht es langfristige Zusammenarbeit. Und die haben wir jetzt aufgebaut und da gibt es viel zu tun. Ja. Die Migrationskrise wird die Region noch länger beschäftigen. Die Unterstützung der DEZA ist eine Hilfe, aber keine Lösung. Patricia Danzi und die Reisegruppe verlassen das Land, um von der Schweiz aus die Migrationsfrage weiter anzugehen. Ich bin optimistisch, ja. Ich denke, anders kann man gar nicht sein. Sonst ist man depressiv sofort. Also ich denke auch, dass das Jahr, das wir jetzt hinter uns haben, uns zeigt, dass man das wirklich auch kann. Es geht darum, Prioritäten zu setzen und dass man nicht einfach sagen kann, ja, das ist jetzt halt, geht uns nichts an. Es gibt keine andere Wahl. Also nichts machen ist keine Option. Herzlich willkommen, Patricia Danzi, Kolleginnen, die hier mit mir sind, geschätzte Mitglieder dieser Kommission. Unter der Leitung von Patricia Danzi hilft die Schweiz weiterhin mit, die Probleme in der internationalen Zusammenarbeit anzupacken. Aber wir machen das Beste aus den Umständen, wie wir sie haben.